Spinnt ihr? Also ich kann fliegen ohne Probleme. Dann Ach versuch mal so, da im irgendwas Spiel. hinzukriegen. Weiß ja gar nicht, was du da machen musst, um zu überleben. Oder was man im Militär überhaupt machen muss hier da. Nether Quartz sammeln zum Beispiel. Okay, ansonsten ist das normale Nita oder wie? Weitestgehend. Ja. Ich habe nicht alle Pigments sind aggressiv, sondern nur der eine. Interessant, dann solltest du den vielleicht in Ruhe lassen. Ich merke gerade, die Spiked Pickaxe ist nicht ganz so toll. Das ist, die Spike Pickaxe ist Mining Level Stone. Die ist langsam. Es ist nicht nur langsamer, sondern da kriege ich keinen Nether Quartz mit weg. Ich dachte, das ginge auch mit. So. Du hast gedacht, das war der Fehler. Hey, wenigstens einer, ja? Was? Du versuchst es zumindest. Ich denke die ganze Zeit schon. Du Lass es denkst? lieber. Ich denke sehr Verschwende den gerne an Rechenleister. dieses Weizenmehl. Das ist Schönheit geprickelt in meinen Bauchnabel. Okay. So Du kannst schön es verdammt geprickelt hat in gut. meine Bauchnabel. Dann solltest du aber wenigstens den Text noch richtig drauf haben. Das ist nicht der Text direkt von mir, sondern das ist der Text von Cordula Stratmann. Und der ist richtig so. Von ihr. Hast du von ihr genommen? Oh. Okay. Kennst du Cordula Stratmann? Ja. Schön. Aber eigentlich ist eben diese Aussage aus einer Ich weiß. Bierwerbung, also. War das Bier? Nee, ist das Lieber Sekt, oder? Arald und so weiter, ich weiß. Ja. Aber diesen französischen Akzent, den kannst du gar nicht so schlecht, je nachdem, wie du den machst. Echt? Ja, je nachdem. Ich meine, du kannst eigentlich alles nicht unbedingt schlecht, aber du kannst dafür auch nichts wirklich gut. Danke. Das ist ein Pigment, ich Ist habe ein Pigment gehört. Kompliment. War bestimmt mal eine französische Diva in seinem früheren Leben. Hier ist ein Pigman. Pigman, Boss. Pigman Boss. Schön. Pigman Boss. Hui! Machen wir den gleich mal. Ist es kein Problem, ich mach gleich die Tür auf, dann steige ich mit meiner Pfanne dagegen, dann ist er weg. Okay. Jetzt kriegen wir gleich genug Holz. Du siehst es schon von da hinten, oder? Scheiße, der macht echt Schaden. Oh. Ich weiß. Deswegen hat er mich ja so oft umgebracht. Fiery Lifestyle. Geil. Du hast doch einen Der Bogen, hat. Markus. Benutze den mal. Ja, ich habe keine Pfeile. Bring mir mal Pfeile. Aber sicher. Vorsicht. Vorsicht. Hopp, 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 hopp. Nicht sterben. Da. Danke. So, komm her, du Mistvieh. Ich habe ja Ich hab meinen die. Reinforced Shortbow, der ist ja auch nicht schlecht, aber. Okay, ich hab's rausgefunden. Wo steht er denn? Hinten bei der Mobfarm. Ja, Wie, er okay, ist ist schon weg. tot. War da irgendwas? Oh, in der Perle. Oh, nice. Nice. Dass gerade der dir folgt, ist aber auch eine Sache, ne? Das passt einfach so super. So, lass Dann mich kann ich einmal in doch jetzt Ruhe. mal meinen nächsten Kopf hier wieder aufhängen. So. Die waren für langsam echt schön. Aber das ist schon der nächste. Igitt. Auch noch ein, Auch noch ein Boss, ja. Ja klar, ich hab das Board immer wieder, ne? Warte kurz, ich mach mal das Portal kurz vom Boden weg. Haben wir irgendwo noch Glas? Ich habe zwei Glas im Inventar. Dürfte ich die abzwacken? Nein. Danke. So, jetzt sollte vielleicht nichts mehr durchkommen. Hab Nein gesagt. Kann man Monster Jerky eigentlich essen, oder? Schmeckt aber nicht unbedingt so gut. Ja. Woher weißt du das so? Weil ich schon probiert habe. Schleim schmeckt nicht unbedingt gut. Als Aber in macht der Luca, einen das Gas. braucht so Ewigkeiten. Ja, ist sowas in Real Life? Ekel. Wow. Darf ich jetzt da dran? Vielleicht? Der Scheiß ist explosiv. Manche davon nur.
Ja, und da ist schon wieder der nächste Boss. Ich kann ja nicht mehr. Es ist unglaublich hart hier unten, ja. Hart. Hart wie Kropfstahl. Ja. Glaubst du, warum es, die Firma Krupp nicht mehr einzeln gibt? Keine Ahnung. Ja, weil Krupp Stahl anscheinend nicht... Weil sie nicht mehr so hart waren? Nein. Einfach, weil sie Konkurrenz Thyssen aufgekauft haben. Oh. Hatte Thyssen? Thyssen ja. War die Konkurrenz, ja. Krupp und Thyssen. Ja, ich war mir nicht sicher, wer was gekauft hat, weil das ist der Thyssen ist ja im Namen zuerst, deswegen. Thyssen Krupp und so. Ja. Was auch so für eine Range hat. Na komm, explodier! Diese nette Aussage einfach. Oh, bitte explodiere. Obwohl, man kann Eier kochen, also. Also, Netherrack bekommen die jetzt genug, oder? Halbwegs. Ich wollte ja eigentlich Nether Quartz haben. Ich meine nur, damit wir die Lava jetzt endlich mal ersetzen können. Bei den Crucibles zwar nicht. Haben wir irgendwie Kupfer in Produktion? Aber ich glaube, jedes Nethererz ist jetzt kann so. Ich aber machen. Weil alle so Ewigkeiten bei uns mal abbauen und alle explodieren, wie es aussieht. Ich mach mal. Ja, das war, geht dann. Jo. Oh, wir haben schon wieder Range. Wir haben schon wieder 5 Dias. Boah. Geil. Oh, und Emeralds kommen auch genug jetzt. Den ja. Stück. Geile Scheiße. Ja, weil wir jetzt auch das machen. Jo. Und Holz mache ich jetzt auch wieder genug, also da können wir uns tausende von Barrels dann basteln. Geil. So, ich muss mich mal eben hier ausbreiten. Breitest dichter aus. Oh ja. Warte, da helfe ich dir schnell. Ach, du bist die Beste. Die Beste? Hallo. Die Beste, ja. Jo. Und die Hübscheste von allen. Warte, hier. Perfekt, vielen Dank. Kannst gleich da bleiben, da kommt noch eine Fuhr. Was? Mein Flug ist fast vorbei und ich habe jetzt gerade 3 Nether Quartz bekommen. Wozu eigentlich Nether Quartz? Für Platinum Logistics. Ach so, Braucht man da nicht das andere Quartz? Auch. Aber auch beides. Huch, wieso? Oh. Vielen Dank. Ijo. Okay, jetzt war es richtig interessant. Jetzt kann ich nämlich nicht mehr fliegen. Ach, geht perfekt auf, das ist ja schön. So, 53 mal 2. Das ist natürlich ungünstig. Liegt dann auf dem Server, ich meine in der Smeltery. Bitte? Na, mal Kopper. Hoppa. Und vielleicht da noch was raus. Aber mein Minecraft hat sich aufgehängt. Echt gut. Oh, ist das nicht explodiert? Wow. Das läuft wieder, okay. Nicht gut. Nicht gut. Ui. Ah, schon wieder so ein großer Baum, ey. Das ist so nervig. Aber das explodiert. Eieieiei. Hoppala. Sludge kriegt man aus dem Sludge-Boiler, oder? Ja, auch. Okay. Nee, der Sludge-Boiler verarbeitet es weiter. Oder nicht? Wo kriegt man dann Sludge her? Aus der Tierfarm und aus den normalen Pflanzenfarmen. Ja, und wie? Die produzieren das halt, während sie laufen. Ah, okay. Abfallprodukt. Das heißt, halt. Das heißt, dafür bräuchten wir einen Harvester und einen Planter, oder? Mhm. So, ich habe jetzt genau so viel für einen Fluid-Crystal. Muss reichen. Ich brauche eigentlich 4 für den Controller. Nebenbei den Harvester. Den hatte ich ja schon mal gemacht. Hat den noch irgendwer?
Nö, ich nicht. Den habe ich dir gegeben. Mir? Ja, den hatte ich dir gegeben, als ich den gebaut habe. Was? Für was denn? 90 Ingots. Ach, vielleicht habe ich den irgendwie da unten bei den... Bei den Farmen oder so? Eben nicht. Oh, dann habe ich ihn vielleicht verloren. Ach komm, der hat... Ja, wenn ich so oft sterbe, was kann ich dafür? Na ja, gut. Aber ich habe hier einen Planter und einen Sludge-Boiler schon mal für dich, wenn du willst, ja? Ich brauche das jetzt nicht eigentlich. Nee, egal, du kriegst ihn trotzdem. Nein, ich will es nicht. Den Harvester direkt müssen wir eh verwenden, damit wir weiterarbeiten können. Ja, wir Sludge brauchen. Und Sludge kriegt man eben nicht anders. Mhm. Puh, so. Das war ein Abenteuer. Wie weit sind ihr inzwischen gekommen? Ich mach grad ein paar Copper Chests zum Erweitern. Ich mach mich an die Holzproduktion. Und wir haben 7 Dias. Da kann man auch wieder die Dinger draus machen, die Autonomous Activator. Krass, da braucht man noch mehr. Momentan, die Produktion läuft auch wunderbar, oder nicht? Ja, aber es ging schneller. Ja, da hinten ist ein riesiger Anstau von Dust und Sand. Den könnte man noch wegmachen. Okay. Wo kommt der Claybucket her? Na egal. Ich finde es bestimmt, wie ich einfach eine Invas-Sickle jetzt gerade in der Hand habe, weil ich eine machen musste. Okay. Ich hol's dann mal die Bäume ab, ne? Also ich bin ich schon dran. Entlaube die mal. Ja. Was, wenn ich schon eine Invasickle hab, will ich die auch nutzen können. Ja, das ja machen. Oder kann man die irgendwie ineinander konvertieren? Ui. Oh, da ist gerade der Baum gewachsen, der ganz große. Das ist gut. Geht aber mit Linksklick ran, oder diesmal? Ja klar, natürlich. Okay, weil ich meine, die hatte Repair drauf, glaube ich, aber. Die wird gar nicht mehr leer irgendwie, die bleibt fast ganz voll gerade. Ja klar, weil die hat eben Repair 5, das hält sich eine Weile. Manuell kann man es nicht reparieren, oder? Nee. Okay, da muss ich aufpassen. Diese Riesenaxt da von... Meinst du, das kann man so machen? Ja, ist das Ding. Können wir schon. Ich hätte es jetzt irgendwie gefiltert nochmal. Ja, das frage ich mich auch, weil ich habe hier gerade mit dem Pneumatic Server so umgespielt. Mit denen kann man ja auch irgendwie filtern, wenn man die da ranklatscht. Mhm. Aber, vieles ist halt auch so ein Material da, wo man denkt, das könnte man eigentlich in Barrels reinhauen. So Coal oder Flint oder Amber. Ja klar, die kann man dann da reinhauen, sicher. Eigentlich könnte man alles in Barrels storen. Theorie. Ich hasse es nur immer, sich mit Linksklick Sachen reinfüllen will und dann immer den ganzen Stack rausnehmen. Ja. Nee, aber hier, das muss ja noch verarbeitet werden, darum ging's ja. Ja, du darfst mir das dann gleich zu Frank rüber Item drucken. Naja, ist halt die Frage, ob wir das jetzt direkt da drüber schicken oder erstmal noch mit dem Hammer weiter bearbeiten wollen. Ich hätte auch erstmal gesagt, dass wir manuell machen, dass hier hinten eben ein paar Berries stehen für die ganzen Ores und man dann manuell einfüllen muss, je nachdem, was man braucht. Na gut, das geht auch. Ach, ich habe keinen Buildcraft, kein Automatic Crafting Table. Repair haben wir auch nicht, ne? Nee. Glaube ich zumindest. Nee, haben wir nicht. Auch im Project Red. So viele Einschränkungen. Was braucht's denn? Ja, irgendwas im automatischen Craften. Dass wir praktisch die Blöcke aus den Basins rausziehen können, automatisch in den Ingots umwandeln und dann eben in die Barrels reinschieben. Und das am besten ohne ME. Ja. Geht ja nicht mit. Ja, also noch. Autonomous Activator vielleicht?
Aber dann was wird mit Rechtsklick gecraftet? Na, auf die. Ja, da kannst du rausziehen mit den Eisenmetaxen, das ist kein Problem. Geh ihm darum, die Blöcke in Inge zu verwandeln. Na, gibt's da nicht, Gott, wie hieß der? Packer oder so? Packager, der funktioniert aber genau andersrum. Der macht Blöcke aus Ingots. Ja, dann gibt's noch einen umgekehrten. Wenn wir das denn haben. Boah, wenn ich wüsste, wo der dabei war. Ich weiß, wie, was für Mod das war. Ich weiß nicht, wie es hieß. Auf jeden Fall ist der Mod nicht dabei. War der mit den Wrathlams. Stimmt. Also das ist eben Zeitgesammler, aber ich glaube, der braucht Power. Der was? Der Cyclic Assembler von Thermal Expansion, aber ich glaube, der braucht Energie. Ja, ich glaube schon. Der wäre müde. Nein, überhaupt nicht. Ja. Und da geht jetzt auch wer ins Bett. Nein. Wer denn wohl? Gute Frage eigentlich, genau. Oh. Naja. Ich denk. Dann kannst du so langsam mal gehen. Du hast die letzten, gerade die letzten Stunde so rum sehr, sehr, sehr viel beigetragen zu unserem. Das ist, da ist es schon okay, dass du gehst. Das ist ja. Darfst dich eine Stunde ausruhen, dann kommst du halt wieder. Okay, Markus, wie machen wir das? Machst du den Cyclic Assembler und ich verleg die Rohre, oder wie? Was? Du verlegst die Rohre, genau. Cyclic Assembler? Oh, zeig das wieder. Lass mich schön Rohr verlegen. Wollt ihr jetzt das eigentlich erstmal hier hinkriegen? Erstmal die eine Baustelle fertig machen, bevor man damit anfängt. Was wolltest du denn die hier veranstalten? Ja, auf jeden Fall das fertig machen mit genügend Dinger da, Autonomous. Und dann Barriers hinstellen für zum Beispiel Coal oder Flint oder so. Ich würde sagen, die unterste, hoppala, die unterste Kiste. Jo, danke. Ich mach die gleich mal zu Blöcken wieder, ne? Also, jo, genau. Wir können auch so steuern. In die unterste Kiste würde ich dann. Also drei Stück habe ich noch einzeln. Jetzt habe ich wieder vier. Eins habe ich dir gerade gegeben. Weil wissen, dass dann nur Sachen reinkommen, die wir nicht weiterverarbeiten. Also Kohle, Diamanten, Emeralds und Quicksilver. Aber das füllt auch dann viel zu schnell auf. Also Barrel. Wieso Barrel? Nee. Immer noch Goldkiste. Das füllt viel zu schnell auf. Hä? Ja, aber dann haben wir eins für jedes. Das ist auch wieder nicht so toll. Na, nicht eins für jedes, eins für ich voll. Ich hab noch eins vielleicht. Für, eins für viel. Und für den ganzen Ohrshit da, da kann man ja. Keine Ahnung, eine Chest machen. So, jetzt aber. So, ich bin dann jetzt weg. Jo. Ja, dann sei du mal weg. Tschüss. Ich glaube, wir haben viel zu wenig jetzt von dem. Ach, ich hab sogar noch einen Sand, so. Dann? So, Pulverized Tin Ore, das wird jetzt schön zu. Das kann ich gerade machen. Ja. Hast du noch ein bisschen das lose da? Fünf Stück. Perfekt. Markus, konntest du der Argumentation jetzt eigentlich folgen? Nee, ne? Nein, da haben zu viele Leute geredet. Es ging darum, dass wir hier abzweigen können, was nicht durch die Smeltery durchlaufen soll. Gib mal kurz her. Das eben hier Richtung die unterste Kiste. Was hast du denn da in der Hand? Gar nichts. Was hast du in der Hand? Meine Hand ist leer. Mir wird angezeigt, dass du da gerade Tin Ore das in der Hand hältst. Nee, nicht Tin Ore, das ist Hand. Huch, das war. Sorry, das war gerade irgendwie weg. Also komisch irgendwie. Wir können das aber nicht steuern, außer wir setzen so ein scheiß Ding hin. Wie heißt's? So, jetzt ja, haben wir so 35 Tin Ore das.
Ups. So ein Filter eben, aber in den Filter können wir nur neue Items festlegen. Ich glaube, das reicht nicht für den Schrott, den wir nicht weiterverarbeiten können. Ja, was haben wir, was wir nicht weiterverarbeiten können? Das sind eigentlich nur Diamanten und der Kram. Flint, Redstone, Glowstone, String, Gunpowder. Ich meine, wir können auch mehrere in die Kiste reinlaufen lassen, das ist ja klar, ne? Ja, aber das ist, schaut dann wieder scheiße aus, oder? Das ganze Ding sieht scheiße aus. Da kannst du doch nicht jetzt in der kleinen Ecke an Design gehen. Warum schaut das scheiße aus? Abgesehen davon, Flint und so weiter, würde ich schon wieder eine extra Kiste tun, weil es einfach recht viel wird. Ja, genau, Barrel. Ja, das kannst du in den Barrel reintun, das ist von mir aus. Aber eben so Kleinkram wie Diamanten und Quicksilver und Amber und so weiter, das lohnt sich nicht, da jedes Mal Mirror für zu machen. Ja, das wo halt jetzt schon ziemlich krass ist. Also Amber vielleicht noch. Ich suche mal alle Rüstungsteile raus, die wir hier noch in den Kisten haben, verwend die einfach, ne? Naja. Weg ist es so. Der Ofen muss ja auch nicht unbedingt hier stehen. Ich meine, klar, können wir den auch irgendwo anders hin tun. So. Weil hier haben wir echt nicht mehr viel Platz, das stimmt schon. Man rein theoretisch auch das zweite Smeltery bauen, hier neben packen. Habt das Parkisch schon geplant gehabt. Was? Eine zweite? Naja. Ja, hier noch hin, hier ist doch eh kein Platz mehr. Nicht hier daneben, passt doch. Wow. Nee, lass das mal. Also eins muss ich sagen, Inver Armor macht auf jeden Fall schön viel, ich habe jetzt eben den Goldhelm und die Inver Armor und habe jetzt irgendwie 4,5 Protection. Und wir bauen hier das Stahlteil ab, brauchen wir momentan eh nicht, kann man anders hin. Ja, das meinte ich ja, dass wir das woanders hin tun. Oh, machen wir das doch. Okay. Wollen wir mal kurz schlafen gehen, weil das ja nervt mich. Macht mal. Wieso? Tut er einfach. Hört man doch kaum. Aber man sieht ihn. Ach so. Juhu, immer noch Regen. Oh, ja, das geht wieder weg. Pickaxe. So, schönes Wetter, Sonnenschein. Das wünscht man sich mehr. Ja, Weltfrieden und Lotto gewinnen, aber das ist egal.